Projekt her, vom Arbeitsprojekt, geht es um die Umgestaltung des Friedhof-Vorplatzes in Comino. Da gab es bis zum vorletzten Jahr eigentlich gar nichts. Das war eine wilde Wiese und wir haben der Fläche eine Struktur gegeben, indem wir den Grundriss der alten spätbyzantinischen Kirche gespiegelt haben, durch Baumreihen ein neues Denkmal erstellt, sodass es die Kirche unter freiem Himmel nochmal dort gibt. Und das war eben der handwerkliche Einsatz, an dem wir gearbeitet haben, dieses Projekt zu vervollständigen. Das sind ganz großherzige Menschen, sehr hilfsbereit. Und wenn es jetzt nicht ganz so rund lief, das heißt, die Materiallieferung etwas stockte, liegt es an der angespannten wirtschaftlichen Situation. Also der Grund, warum wir nach Comino fahren, Comino ist eine sogenannte Opfergemeinde. Die Griechen bezeichnen es als Märtyrergemeinde. Da sind im August 1943 317 Zivilisten, also Dorfbewohner, erschossen worden von einer Gebirgsjägereinheit der deutschen Wehrmacht. Das war eine sogenannte Vergeltungsmaßnahme, weil eine Woche vorher dort griechische Freiheitskämpfer Lebensmittel einsammelten. Die Griechen begehen diesen Tag auch als Gedenktag jedes Jahr und sowohl Comino als auch dieses Vorkommnis hat eine ganz große Bedeutung in Griechenland und ist auch überregional bekannt. Das Denkmal, das haben wir selbst entwickelt und auch gebaut. Das besteht aus Marmorquadern, ist eine Stufenpyramide, wobei unten rechts ein Stein fehlt. Der ist vorgerückt, so als Symbol für die Unvollendung der Arbeit, der Aussöhnung mit den griechischen Dorfbewohnern. Der Betrachter hat immer das Gefühl, da fehlt was, da muss ich doch was tun, den Stein da unten reinschieben. Dort haben wir denn auch in dem gleichen Rastermaß des Denkmals der einzelnen Quader oben einen Edelstahlwürfel aufgesetzt mit deutscher und griechischer Schrift, nämlich Frieden, Freiheit, Zukunft und Hoffnung. Den Weg haben wir angefangen, das heißt schon mal alles ausgekoffert, dann neu geschottert. Nur leider kamen halt keine Steine, weil kein Material mehr da war, wie man im Song gehört hat. Und deswegen konnten wir leider die Baustelle nicht vollenden, was ich eigentlich schade fand. Ich habe mich dieses Jahr extra darauf gefreut, das zweite Mal dabei sein zu dürfen, um das zu vollenden. Also für mich hat es erstmal, es hat mich angesprochen, nach Griechenland ins Ausland. Es ist aufregend. Wann habe ich schon mal die Chance, wirklich ins Ausland zu gehen und bei so einem Projekt dabei zu sein, dass ich wirklich was errichte, dass ich sagen kann später, ja, ich habe da in Griechenland ein Denkmal gebaut, vielleicht fährt man da wirklich nochmal vorbei. Man kann später wirklich was erzählen. Und ich finde schon, also man lernt dadurch neue Leute kennen, man wird selbstbewusster. Ja, und halt schöne Erlebnisse. Ich hätte es bereut, wenn ich nicht mitgemacht hätte. Ich hätte es auch bereut, wenn ich nicht mitgemacht hätte, dieses Projekt. Auch in der Gruppe, dass man sich so kurzfristig an Anführungsstrichen dann so kennengelernt hat, dass man dann total viel Spaß miteinander haben kann, total gut zusammenarbeiten kann und eine andere Kultur, andere Leute, andere Sitten. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, und ich als Friseurin, passt ja eigentlich so nicht so wirklich zusammen und bei mir war das halt, ich wollte was von mir selber halt an einem Fleck der Erde erstellen und und was Handwerkliches in dem Sinne was zu bauen, hat mich interessiert, weil ich es vorher noch nicht gemacht habe, hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, jeder hat ein anderes persönliches Arbeitsverhalten. Aber dann, das schlief sich mit der Zeit ein und wenn
wenn es zu Unmut kam oder Schwierigkeiten, dann hat die Gruppe, das Team auch selbst Teamsitzungen beantragt und verlangt. Und das haben wir dann auch gemacht. Wenn dieses Jahr die 4 Mädels nicht so richtig reingehauen hätten, wären wir nicht ganz so weit gewesen, weil dieses Jahr waren wir nur 2 Gartenlandschaftsgärtner. Letztes Jahr war es anders, da waren wir 5. Da ging es dann halt, sage ich mal, reibungsloser, weil der eine weiß, was der andere macht. Und dieses Jahr musste man halt sich mehr kommunizieren untereinander. Aber ich finde, wir haben eigentlich sehr gut zusammengearbeitet. Ja, auf die Mädchen kann man sehr stolz sein. Das ist wohl so. Dimitrios, Bürgermeister von Comino, der hat dann auch, der ist halt Bürgermeister, dann noch Fischer dabei und hat dann auch noch was mit einer Olivenmanufakturei zu tun. Und so, deswegen, die hatten dann gleich mehrere Jobs, damit die sich auch über Wasser halten können. Wie Herr Hitzler uns sagte, der hat da auch durch die Vorbesuche einige kennengelernt. Da ist halt eine Frau, die hat 2 Kinder und macht 3 Jobs, damit die halt über die Runden kommen, hat trotzdem am Ende des Monats 10 Euro übrig. Ich bin stolz auf euch, was ihr da geschafft habt und denke, ihr könnt sehr viel für euren persönlichen Weg, für euren beruflichen Werdegang mitnehmen und wünsche euch mit dem Zertifikat auch alles Gute und viel Erfolg. Und die Anna, genau. Ich danke dir. Dann möchte ich mich beim Philipp bedanken. Ja. Danke. Danke. Bedankt. Dann möchte ich mich ganz herzlich beim Mike bedanken. Dann möchte ich mich ganz herzlich beim Alexander bedanken. Dann möchte ich mich ganz herzlich auch bei der Annika bedanken. Genau, werden alle gedrückt, ob sie wollen oder nicht. Dann möchte ich mich beim Hakan bedanken. Hakan! Herzlichen Dank. Und dann möchte ich mich ganz herzlich auch bei der Mandy bedanken. Die Möglichkeit, jungen Menschen politische Bildung beizubringen im Zusammenhang mit interkulturellen Kompetenzen, kriegt man selten so geboten wie in diesem Projekt in Comino. Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass wir in diesem Bereich zusammenarbeiten sollten und auf die Art und Weise eine Erfahrung jungen Menschen zu geben, die im Regelfall vorher keine Möglichkeiten hatten, ins Ausland zu gehen. Der berufsübergreifende Einsatz erschien uns im Vorfeld wichtig, weil die Handwerklichkeiten, die Fachlichkeiten über unsere beiden Ausbilder und Meister, einmal ein Tischlermeister und ein Gartenbaumeister, sichergestellt waren und die fachliche Anleitung auch berufsfeldübergreifend stattfinden konnte. Und auch einer jungen Dame als Friseurin ist tatsächlich möglich war, eine Schippe in die Hand zu nehmen und eine Betongründung vorzunehmen.